Hallo und herzlich willkommen zurück am Falkenstein in der Falkenwacht. Ja, ich bin immer noch beim Domcat zu Besuch. In der letzten Folge haben mich die Killerfische leider getötet. Nach langer Reise bin ich wieder angekommen und mache mich jetzt auf den Weg dann zurück in den Wassertempel. Ich suche gerade nur etwas Eisen, um mir zumindest einen Helm und ein paar Stiefel zu machen. Eisen wirst du bei mir so nicht finden. Okay. Und du hast keines mehr. Sind alle in der Endertruhe. Oh. Oder muss man in dem Ofen gucken Warte, vielleicht? Endertruhe. Wo steht schnell deine Endertruhe nochmal? Ah, da. Hast du da auch Eisen bei dir drin, oder wie? Nein, aber meine Diamanten. Ah. Das heißt, ich kann mir Diamant nicht am Amboss. Das wird nicht funktionieren. Ich kann mir einfach mal einen neuen Helm machen. Und ein paar neue Stiefel. Na, keine Hose. Weil der Rest funktioniert ja noch, der lebt noch. Ah, wobei, der Rest fliegt eigentlich auch schon auseinander. Ich mach einen komplett neue Rüstung. Ja, der Rest ist auch schon ziemlich angeschlagen. Richtig. Das gibt's nicht, ey. Die schlagen mich einmal und schwupp sind vier Herzen weg. Ja. Aber wichtig ist, dass das Schwert und der Bogen noch am Leben sind. Das ist noch da. So, braucht man irgendwas noch? Ich hätte hier noch ein Feuerzeug. Kann so nichts helfen, oder? So, nee, ein Feuerzeug Na gut. macht gar nichts. Dann komme ich mal wieder. Ich überlege jetzt, in welche Richtung war der Tempel da? Wo der Totenschädel prangert auf der Minimap. Hier vorne ist alles voll mit Türen. Guck mal, dass ich hier. Probier mal ne. Boah, das geht gar nicht. Hallo, weg hier. Ja, wirklich. Die Fische sind richtig fies. Und speziell vorm Eingang, das sind massig von denen. Und da wir sie ja quasi auch nicht wegbekommen. Der Raum ist so riesig. Ich weiß gar nicht, was das für ein Raum ist. So, war sicher ein Raum wahrscheinlich, wo der große Fisch vielleicht drin war. Einer von den zwei. Ich weiß nicht, oder waren es, na, drei waren es gestern, oder? Ich weiß gar Das nicht. waren drei, ja. So. Ah ja, da ist der erste Fisch wieder vor der Küste direkt, der schon lauert. Ah, da Mal ist der gucken, wie der Tempel. ist. Das sieht man aus der Entfernung noch einmal. Das heißt, wir werden uns da langsam wieder nähern. Wobei, ich sollte mir die Rüstung auch anziehen. Das würde ja auch was helfen. Bitte? Ich habe gemeint, es würde auch was helfen, wenn ich die Rüstung anziehe und die Sachen nicht nur im Inventar herumschleppe. Das ist korrekt. So. Dann auf zum Haupteingang. Ah, diese Fische. Lasst mich in Ruhe. Das gibt's ja nicht. Das sind, glaube ich, auch die Fische, quasi, wenn die ja Schaden machen, was ich vorher Die auch machen gehört habe. kräftig Schaden, ja. Au. Na, lass mich mal. Oh, was haben wir hier? Sechs Ey, lass mich Kopfschaden da und runter. Zugriff. Ich will hier rein. Ich wohne hier. Auf drei Herzen war ich schon wieder unten, nur das Runtertauchen. Ist jetzt drin? Jupp. Ich bin drin. Und höre irgendwo schon wieder einen Fisch sterben. Oh, die sterben die ganze Zeit. Ich bin hier froh, dich am Töten. Töten! Töten? Töten! Ah ja, Aber die da töten mich steht auch mein gleich Bett wieder. noch. Okay. Da steht dein Bett noch. Ach gut.
Aber im schlimmsten Fall lande ich jetzt eh quasi, wenn ich quasi bei dir. So, ich gebe dir mal deinen Kram. So, was hast du noch gehabt? Schau mal, da ist das Schwert, da ist der Bogen. Also ich brauche zumindest einen Pfeil, um den Bogen zu nutzen. Dann machen wir halbe halbe. So, dann haben wir das auch. Dann gebe ich da mal das Reserveessen rein, die Hühnchen, die ich noch mitgenommen habe. Oh, das ist sehr gut. Kann ja dann lege ich auch mal meine halbhinnigen Rüstungen da mal unten rein. Ah ja, da ist Erde. Genau, Erde hatte ich auch einen Haufen. Oh. Nehme ich mir noch so einen Stack Erde mit. Ah, wir haben schon wieder Fische. Ja. Ah ja, die Knochen. Genau, ich hatte auch Knochen dabei. Erde, so. Na gut. Ich habe zwar keine Rüstung mehr, aber muss reichen. Muss hinhauen. Oh je. Oh je. Wie viele lauern da schon wieder? Da sind so viele. Also, vielleicht kann man aufmachen, vielleicht kommt einer rein. Ah, einer ist tot. Wir müssen da erstmal eine Erdwand schaffen, damit wir wegdrehen können. Probier mal was aus. Ich schieße die gerade mit dem Bogen zusammen. Wenn wir dann nämlich aus dem Wasser rauskommen. Wusste ich doch genau. Jetzt hängt doch ein Trocken, ne? Wieder einer tot. Ah, da kommt der nächste an. Ja, die werden da alle durch die Strömungen angespült. Ich habe jetzt wieder 4 oder 5 gekillt. Die quasi da angespült wurden. Wieder einer tot. Ja, muss da einfach vorsichtig sein. Triff ich den von da oben? Ja, schieße ich nur in die Schwämme rein. Ah, da ist wieder einer. Da hat wieder einen Rumpel gespült. So, ich habe mal einen Schwamm von 9 Schwämmen habe ich organisieren können. Das ist nicht viel. Das ist überhaupt nicht viel. Der Rest haben die alle im Beschlag. Da haben wir eine sehr, sehr schlechte Ausgabe. Oh, es sind deutlich weniger jetzt schon. Außer es spawnen wieder welche. Ah, da drüben haben wir schon eine komplette Wand. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir alles in der Sand. Ja, doch. Man muss nur immer wieder mal kurz in Deckung gehen. Was für eine Reichweite die Hand hat. Da ist wieder einer. Ich arbeite hier nur mit einem einzigen Schwamm, das gibt's noch nicht. Kann man hier vielleicht was ausrichten von hier? Das war jetzt. Ach. Ah, wo ist er? Wo bist du? Hallo, ich zeig dich.
Das geht doch nicht. Ja, spül dich mal runter, Freund. Genau, spül alle zu mir. Ich töte sie. So was mögen die gar nicht, wenn man sie beschießt. Ich hab da eigentlich auch Erde, ich kann mich da auch mal ein bisschen versuchen vorzuarbeiten. Du fließt hier nicht mehr vor. Das ist Todesgewalt, wo bist du denn? Ich gehe mal nach hinten. Manchmal sind auch Stellen, da will ich einen Erdblock setzen, das geht nicht. So, da haben wir wieder einen. Ach, der ist eingesperrt in der Tür. Geht's noch runter hier, ne? Das ist der falsche Weg. Wieder einer tot. So, nicht hoch, jetzt auch lang. Das ist nicht richtig. Wieder einer tot. Ja, also es stellt sich auf jeden Fall schwieriger raus als gedacht. Richtig. Eigentlich dachte ich erst, naja gut, heute, gestern lief es so gut noch, das Trockenlegen. Aber wir hängen gerade echt an diesem einen Raum. Das geht so. Aber ich habe einen Schwamm gerade wieder gerettet. Das ist schon mal irgendwie was. Man sieht, ohne Wasser sind die Fische noch halb so viel wert. Das finde ich auch gut, dass sie wirklich diese Animation gemacht haben, wie in echt, wenn die Fische quasi kein Wasser haben. Ach, dass sie so rumzappeln? Ja, ja, genau. Kriege ich den da weg? Komm ich da hin? Jetzt reicht's mir, der stirbt. Genau. So, ich habe 3 Schwämme, ich gehe mal trocknen. Mit 3 Schwämmen kann man wieder ein bisschen was trockenlegen. Warte, einen kann ich auch besorgen, sagen wir es mal so. Na, dann haben wir zumindest wieder 4 Schwämme zum Weiterarbeiten. Oha, jetzt muss ich hauen. Genau, so, solange wir da trocken legen, können wir noch irgendwie die Leute unterhalten mit unseren nächsten... Mit witzigen Geschichten aus der Drachenwacht. Ja, beziehungsweise unsere nächsten Pläne, die wir so vorhaben. Ich glaube, nur zuschauen beim Trocknen ist vielleicht auch nicht ganz so spannend. Ja, das stimmt. Wobei, ich glaube, es ist sehr lustig. Gut, eine Sache, die haben wir gleich im Livestream ja auch schon angekündigt. Gleich mit der Verbindung, oder? Dass wir die Drachenwacht und die quasi Falkenwacht verbinden wollen. Mit einer elendslangen Bahnstrecke. Wie viel waren das? 1400, 1500 Blöcke Minimum? Ja, irgendwie sowas. Aber wahrscheinlich aber eher mehr Richtung 2000 oder so. Ja, definitiv. Und auch eher Richtung 2000 zur Folge. Na, das nicht. Man muss ja nicht alles in den Folgen dann bauen. Jetzt hätten wir eigentlich fast schon einen zweiten Ofen braucht, so viel Fische oder schon wieder zusammen. Zusammensammeln. Ich hab schon wieder. Wir haben schon wieder nämlich 22 Fische. Und irgendwo höre ich da immer einen Fisch, der irgendwo im Trockenen ist.
und rumquietscht, ja. Richtig, aber der dürfte nicht da unten sein, der dürfte über uns sein oder so. Na gut, dann suchen wir uns eine gute Stelle, um wieder was trocken zu legen. Nämlich hier da, diese Ecke. Ich habe jetzt drei Schwämme organisiert. Ich habe gerade zwei wieder verbaut. Und jetzt könnte es wirklich anfangen zu laufen. Schnitt. Ja, und eigentlich, es ist tiefste Nacht, fällt mir gerade auf. Tiefste Nacht? Ja, was wird jetzt gleich Tag? Ja gut, aber können sie ja trotzdem die Betten okay, stehen. Ich bin doch Gott sei Dank alleine. Achso. Aber wir können nicht schlafen, wenn die ganzen Monster, die da schon da drüben im Fischraum sind. Aber stimmt, ist irgendwer da? Nö. Darauf sollten wir wohl mehr achten. Nicht, dass jetzt irgendjemand da war und dann weggekommen ist. Na, glaube ich nicht. Aber ich sehe gerade nämlich, bei mir rennt der Chat noch, das heißt, er hätte schon weggeschrieben. Ah ja, okay. Ich glaube, in so einem Fall ist okay. Wenn man den sicherheitshalber mitlaufen hat. Ja, das stimmt. Weil falls er ankommt, dann machen wir halt kurze Aufnahmeunterbrechung und gehen kurz runter. Falls wir wirklich gar nicht schlafen können. So, da war doch noch jemand. Da oben. Kann ich da durchs Wasser durchschießen? Mittlerweile haben wir da 100.000 Türen schon rumstehen. Jetzt könnt ihr gerne herkommen, für schon, jetzt kriegt er einen auf den. Au, 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 au. Zack. So, wir brauchen noch mal wirklich eine Stelle, wo wir da wirklich schön das Trocken legen können. Ah ja, so geht es natürlich auch. Wenn man da mal an der Decke ein bisschen beginnt, da so einen Zwischenbalken durchzuziehen. Jetzt habe ich hier wieder eine trockene Stelle. Bombardieren mich gerade. Aber ich kann jetzt kann ich nämlich da über mir. Schwämme abbauen. Oh, da ist ein einziger Block. Da war noch Wasser. Okay. Ah, ich habe jetzt wieder ein paar Schwämmchen. Also ich habe drei. Ich habe zwei und zwei hängen hier noch, die ich gerade versuche irgendwie zu retten. Ah ja, du, da ist jetzt ein Raum mit Erde quasi trockenlegens. Da ist eigentlich nur von hinten von der Wand runter rein. Zieh dich hier aus unserer. Genau, das ist unser Revier. Auf jeden Fall ist das unser Revier. Genau, unser Block, unser Revier. So, ich habe vier Schwämme wieder. Okay. Und sehe zumindest jetzt gerade keine, die da irgendwo noch rumliegen. Ah, da ist eine. Aber ich schwimme da mal rüber zu dir. Ah ja, da oben hängen noch welche. So, ich habe jetzt sechs Schwämme. Okay. Die gehe ich mal trocknen. Ah, und da hinten ist ein böser. Wo ist er? Ich habe zwei. Aber das heißt, irgendwo muss noch einer sein.
Theoretisch schon, ja. Tot. Wieder einen erledigt. Das dauert, bis das mal wirklich komplett trocken ist, der Raum. Aber wir kommen langsam doch weiter. Damit dann hier der neue Hauptbahnhof entstehen kann. Genau, der teuerste aller Zeiten. Na, das ist richtig. Der ist wirklich teuer. Wir müssen nicht. Ja, das auch. Nicht nur das. Ich meine, du musst alles trockenlegen. Genau, zuerst mal plündern. Die großen Fische rausschmeißen. Alles trockenlegen. Das ist schon eine Menge Arbeit. Auf jeden Fall. Also das ist nichts, was man so im Vorbeigehen macht. Ja, die kleinen Fische natürlich rausschmeißen. Das ist eigentlich fast die meiste Arbeit. Ja. Weil die großen, gut, die sind irgendwann halt weg. Wenn du den Tempel quasi gesäubert hast. So, hier ist. Ja, diese ganzen. Wasser ist weg. Kleinen. Ist halt wirklich eine Arbeit. Du musst also schon bei den Strömungen aufpassen. Weil die. Da will er mich anschießen. Das kann ich so nicht dulden. Nö, das geht nicht. Sagt er ihm das, das ist nicht ausgemacht. Die Vereinbarung war, wenn die Räumungsklage kommt, gehen sie. Richtig. Aber sie. Kann sich dran halten. Das ist also inakzeptabel. Ja. So ist es. Aber, wie es halt so ist mit Fischen. Die halten sich an keine Vereinbarung. Darum müssen sie sterben. Darum müssen sie sterben. Oh, ich muss was essen, sonst sterbe ich nämlich. Ja, wir brauchen wieder Schwimmen. Und ich glaube, wir haben jetzt auch wieder eine Folge rum. Ah, 22, ja. Jo, jo passt, dann machen wir an der Stelle eine Pause. Genau. Und dann würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal, ne? Ja, genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.